In Entdecke Rhein-Lahn nehmen wir Sie heute mit nach Lahnstein und stellen Ihnen die Pfarrkirche St. Barbara vor. Am Barbaratag, den 4. Dezember 1937, erfolgte der erste Spatenstich der heutigen Barbarakirche. Und es begannen die Bauarbeiten nach den Plänen des Architekten Martin Weber aus Frankfurt. Nach dem Abriss einer alten Kirche in Lahnstein wurden viele Materialien für den Neubau verwendet. Die Grundsteinlegung erfolgte dann am 23. Januar 1938 und am 18. Dezember des gleichen Jahres wurde sie durch den Bischof Antonius Hilfreich eingeweiht. Die Meinungen über das Gotteshaus gingen damals weit auseinander. Einerseits freute man sich über das vollendete Werk, andererseits vermissten viele das, was sie an einer Kirche gewohnt waren: Pfeiler, Säulen, Gewölbe und figurengeschmückte Fenster. Nach 6 Jahren wurde ein Großteil der Kirche durch einen Luftangriff zerstört. Lange zog sich der Wiederaufbau hin. Erst 1948 konnte in der Kirche wieder ein Gottesdienst gefeiert werden. Eine Kirche mit einer bewegten Geschichte. Die Barbarakirche beeindruckt durch ihre Größe. Über 500 Leute finden in ihr Platz. Nehmen Sie sich doch einfach mal eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie die Ausstrahlung der Barbarakirche in Lahnstein auf sich wirken. Die Kirche ist frei zugänglich, montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen bekommen Sie natürlich auch im Internet unter www.pfarrei-stbarbara.de. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.